Also, ich bin heute bei der lieben Andrea und wir haben heute zusammen die perfekten Accessoires für meine Dirndlgewänder ausgesucht. Die Andrea, ich glaube, du kannst es ja jetzt besser erklären und zwar, was wir heute gemacht haben und wie weit das noch gekommen sind. Genau, die Savi hat ja drei komplette Outfits bekommen und zu den Outfits haben wir die passenden Accessoires gestaltet. Und jetzt hat sie von Tracht und Sach, von Gilei, das tolle Gott sei Dank Dirndl bekommen und da haben wir das Tuch dazu gestaltet. Das heißt, wir haben ja eine riesige Farbpalette, über 44 Farben, die wir eben aussuchen können und auch die Stickmuster können wir aussuchen. Wenn du dich einmal kurz umdrehst, genau, mein wunderschön, dreh dich ganz, weil das passt jetzt farblich total gut zu dem Stoff und wir haben die Bolero-Tuchform ausgesucht, damit eben auch die tolle Figur unserer neuen Miss Herbstfest zur Geltung kommt. Genau. Genau, und ist damit gerüstet. Und das ist aber noch nicht alles, weil wir brauchen natürlich die passende Tasche. Und damit wir das machen können, wechseln wir einfach den Deckel aus. Und wir haben den Deckel so gestaltet, dass es genau wieder in dem Muster und in den Farben zu ihrem Dirndl passt. Bitte schön, liebe Savi. Dankeschön, liebe Andrea. Also meine Werkstatt gibt es in Bad Aibling und ich habe keine Ladenöffnungszeiten, aber man darf mich anrufen und man darf ganz individuell zu mir kommen, weil ich auch keine Standardware habe. Also wir machen alles wirklich individuell und nehmen mir halt für jeden Kunden auch extrem viel Zeit und man kommt eben mit den Dirndlgewandern, so wie die Savi das jetzt gemacht hat, zu mir und wir suchen eben das Passende aus. Meine Werkstatt gibt es jetzt seit 6 Jahren. Ich habe mir damit einen Traum erfüllt die Miss Herbst verstatte ich jetzt zum zweiten Mal aus. Vielen Dank dafür. Ja, ich bin natürlich super stolz, so tolle Sachen geschenkt gekriegt zu haben und als i-Tüpfelchen ist das eigentlich, glaube ich, sehr gut zu bezeichnen, weil es macht halt einfach das Outfit jetzt komplett. Also ich bin jetzt gerüstet, ich kann jetzt das Glorzeug mitnehmen, was ich normalerweise irgendwo in der Hosentasche von Dirndl verstauen müsste. Ich habe ein tolles Tuch zu jedem Dirndlgewand gekriegt, wo ich jetzt einfach wirklich warm einbackelt bin, wenn es einmal kalt wird auf Nacht. Ja, und es wertet das Ganze einfach nochmal auf.